Zwei ungleiche Brüder jagen ein Wildschwein. Einer fängt's, doch der andere will's ihm nicht gönnen. Das kann man auch teilen, die Dinger sind auch groß. Sagt das denen. Los geht's, heute bei Märchen, Märchen. Es war einmal in einem Lande große Klage über ein Wildschwein, das den Bauern die Äcker umwühlte, das Vieh tötete und den Menschen mit seinen Hauern den Leib aufriss. Was ist das denn bitte für ein Wildschwein? Das ist ein wildes Wildschwein. Ein Wildwildschwein quasi. Der König versprach einem jeden, der das Land von dieser Plage befreien würde, eine große Belohnung. Vielleicht hat das ja Tollwut. Kann sein. Aber das Tier war so groß und stark, dass sich niemand in die Nähe des Waldes wagte, worin es hauste. Endlich ließ der König bekannt machen, wer das Wildschwein einfänge oder töte, solle seine einzige Tochter zur Gemahlin haben. Nun lebten zwei Brüder in dem Lande, Söhne eines armen Mannes, die meldeten sich und wollten das Wagnis übernehmen. Wie, und dann heiraten beide die Prinzessin? Anscheinend. Der Älteste, der listig und klug war, tat es aus Hochmut. Der Jüngste, der unschuldig und dumm war, aus gutem Herzen. Irgendwie kommt mir das bekannt vor. Der König sagte, damit ihr desto sicherer das Tier findet, so sollt ihr von entgegengesetzten Seiten in den Wald gehen. Da ging der Älteste von Abend und der Jüngste von Morgen hinein. Ach, sind das die Himmelsrichtungen, wo die Sonne aufgeht und sich wieder hinlegt? Sehr gut. Man könnte auch sagen, Westen und Osten, ja. Boah. Und als der Jüngste ein Weilchen gegangen war, so trat ein kleines Männlein zu ihm. Das hielt einen schwarzen Spieß in der Hand und sprach, diesen Spieß gebe ich dir, weil dein Herz unschuldig und gut ist. Damit kannst du getrost auf das wilde Schwein eingehen, es wird dir keinen Schaden zufügen. Warum ist das in Märchen eigentlich immer so, dass die Netten und Dummen immer Hilfe bekommen und dann die Prinzessin heiraten und die Schlauen und vielleicht nicht so Netten, die kriegen gar nichts und nur Ärger? Weil die nicht so nett sind und die anderen sind nett. Aber dann würde ich ja gar nichts kriegen, das ist ja gemein. Denk mal drüber nach. Er dankte dem Männlein, nahm den Spieß auf die Schulter und ging ohne Furcht weiter. Nicht lange, so erblickte er das Tier, das auf ihn losrannte. Er hielt ihm aber den Spieß entgegen. Und in seiner blinden Wut rannte es so gewaltig hinein, dass ihm das Herz entzweigeschnitten ward. Da nahm er das Ungetüm auf die Schulter, ging heimwärts und wollte es dem Könige bringen. Als er auf der anderen Seite des Waldes herauskam, stand da am Eingang ein Haus, wo die Leute sich mit Tanz und Wein lustig machten. Sein ältester Bruder war da eingetreten und hatte gedacht, das Schwein liefe ihm doch schon nicht fort. Erst wollte er sich einen rechten Mut trinken. Das heißt, er hat die ganze Geschichte einfach verpasst, weil er was trinken war. Richtig. Als er nun den Jüngsten erblickte, der mit seiner Beute beladen aus dem Wald kam, so ließ ihm sein neidisches und boshaftes Herz keine Ruhe. Er rief ihm zu, komm doch herein, lieber Bruder, ruhe dich aus und stärke dich mit einem Becher Wein. Der Jüngste, der nichts Arges dahinter vermutete, ging hinein und erzählte ihm von dem guten Männlein, das ihm einen Spieß gegeben, womit er das Schwein getötet hätte. Der Älteste hielt ihn bis zum Abend zurück. Da gingen sie zusammen fort. Als sie aber in der Dunkelheit zu der Brücke über den Bach kamen, ließ der Älteste den Jüngsten vorangehen. Und als er mitten über dem Wasser war, gab er ihm von hinten einen Schlag, dass er tot hinabstürzte. Boah, das ging jetzt aber irgendwie ganz schnell von nettes Märchen zu Mord und Totschlag und Zeug. Das stimmt, vor allem vom eigenen Bruder. Er begrub ihn unter der Brücke, nahm dann das Schwein und brachte es dem König mit dem Vorgeben, er hätte es getötet, worauf er die Tochter des Königs zur Gemahlin erhielt. Als der jüngste Bruder nicht wiederkommen wollte, sagte er, das Schwein wird ihm den Leib aufgerissen haben. Und das glaubte jedermann. Weil aber vor Gott nichts verborgen bleibt, sollte auch diese schwarze Tat ans Licht kommen. Nach langen Jahren trieb ein Hirt einmal seine Herde über die Brücke und sah unten im Sande
ein schneeweißes Knöchlein liegen. Jetzt wird es aber leicht morbide. Und dachte, das gäbe ein gutes Mundstück. Pfui! Da stieg er herab, hob es auf und schnitzte ein Mundstück daraus für sein Horn. Bah! Als er zum ersten Mal darauf geblasen hatte, so fing das Knöchlein zu großer Verwunderung des Hirten von selbst an zu singen. Oh nee, jetzt fängst du wieder an zu reimen. Ich sehe es schon, du fängst wieder an zu reimen. Ich fang jetzt an zu reimen. Ach, du liebes Hirtelein, du bläst auf meinem Knöchelein. Mein Bruder hat mich erschlagen, unter der Brücke begraben und das wilde Schwein für des Königs Töchterlein. Vielen Dank dafür. Was für ein wunderliches Hörnchen, sagte der Hirt, das von selber singt. Das muss ich dem Herrn König bringen. Als er damit vor den König kam, fing das Hörnchen abermals an, sein Liedchen zu singen. Nee, nicht nochmal. Einmal reicht, danke. Der König verstand es wohl. Oder vielleicht habe ich doch Lust, nochmal das Liedchen zu singen. Nein, der König verstand es wohl und ließ die Erde unter der Brücke aufgraben. Da kam das ganze Gerippe des Erschlagenen zum Vorschein. Ja, und jetzt kommt die Forensik und dann packen die das alles in Tütchen und dann tragen die das irgendwie in die Gerichtsmedizin und dann haben wir einen ganzen Fall und dann wird es spannend. Nicht? Du guckst so viel Fernsehen. Ich guck gar kein Fernsehen. Mag man gar nicht meinen. Der böse Bruder konnte die Tat nicht leugnen, ward in einen Sack genäht und lebendig ersäuft. Ja, jetzt sind die aber auch alle ganz nett zu dem. Super. Die Gebeine des Gemordeten aber wurden auf dem Kirchhof in ein schönes Grab zur Ruhe gelegt. Hat irgendjemand an die arme Prinzessin gedacht? Die war doch mit dem ziemlich lange verheiratet, wenn da schon nur noch Knochen lagen. Und jetzt hat die bestimmt mit dem auch noch Kinder und jetzt ist er auf einmal weg und sie ist ganz alleine. Märchen waren damals wirklich, wirklich ganz schön brutal. Tja, auch zwei Brüder sind nicht immer nett zueinander. Doch wie sieht's eigentlich aus, wenn Katz und Maus zusammenziehen? Das erfahrt ihr bei Katze und Maus in Gesellschaft, wenn ihr hier klickt. Und vergesst nicht, uns zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, um keines unserer zwei neuen Märchen jede Woche zu verpassen. Mehr Märchen bei Märchenmärchen.